Ja, Test, Test, hallo. Darf man euch hier begrüßen? Denk mal ja. Hallo zusammen. Wo tue ich denn jetzt Live-Split hin? Da rummelt schon jemand im Chat. Hallo, willkommen. Ich grüße euch alle. Musik und Sound von Pontus Malmquist. Wunderbar. So, Freunde, herzlich willkommen zu einer regnerischen Nacht, wie ihr hier seht. One Late Night Deadline. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich merkwürdige Spiele runne. Oder Spiele runne, die halt nicht so jeder kennt. Und One Late Night Deadline ist eins davon. Das ist, Fun Fact, das war eins meiner ersten Games, die ich überhaupt gespeedrunnt habe. Es ist, also es ist, es ist irgendwie cool, weil das eine, ich finde, das Spiel hat eine unheimlich gute Atmosphäre. Aber es ist gleichzeitig auch ziemlich, ziemlich trashig und buggy. Und es hat aber seinen Charme. Und es wird von einer Person, wie gesagt, nur gemacht. Deshalb, die Person ist bei dem Spiel wirklich an ihre Grenzen gestoßen. Das merkt man auch teilweise. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, dürft ihr euch freuen. Ich versuche All Objectives zu runnen, das sind alle Missionen, die es hier gibt. Und was heißt versuchen? Ich versuche meine PB von All Objectives zu brechen und mir den Weltrekord vom Bad Ending zu holen. Ja, mal schauen, ob ich das hinkriege, wie lange ich Lust habe. Das Spiel ist sehr witzig. Naja, es ist aber auch trotzdem eins meiner Lieblingsspiele, obwohl es so trashig ist, aber danke dir. Sollen wir erstmal gucken hier, ob ich hier diese Segments richtig angereiht habe. Personal Best Real Time, ja. Genau, ich mache einen Probedurchlauf und kann dann so mal ein bisschen was vom Spiel erklären. Also, das Spiel, ich muss schon mal sagen, ich gehe mal in die Option rein. Ihr seht es schon, ich musste das Spiel auf eine ultra niedrige Grafikauflösung stellen, weil das Spiel wurde so schlecht programmiert, dass das selbst die stärksten Rechner in die Knie zwingt. Ich habe einen recht guten Rechner und das Spiel ruckelt ohne Ende, wenn man das hochstellt oder höher stellt. Es geht eigentlich gar nicht klar. Und ja, und die optimalste Einstellung zum Speedrun ist das hier. Mit Anti-Aliasing habe ich noch reingemacht und ein paar Effekte, damit es wenigstens ein bisschen gut aussieht. Der Entwickler kann es nicht besser machen. Er hat es schon versucht, mit Patches zu beheben. Es geht einfach nicht, weil er einfach so viel in diese Map reingepackt hat, was einfach an Grafik frisst und Leistung. Keine Ahnung. Aber egal. So viel dazu. Es gibt zwei Spielmodi. Einfach die Easy Difficult Settings und die Standard. Unterscheidet sich aber nicht vom Gameplay. Also Standard einfach nur durchgehen und man kriegt keine Hinweise und bei Easy blinken halt dann die Missionen oder die Missionsziele werden dann halt in dem Gebäude markiert, wo man hin muss. Es ist egal, also ich spiele mal in Easy, aber man könnte auch in Standard machen, weil ich kenne alle Missionsziele eigentlich auswendig, aber ich weiß nicht. Ich mache eigentlich immer easy, weil man dann doch manchmal, wenn man im Run ist und es gibt halt wirklich Missionen, die recht ähnlich sind, damit man einfach nochmal noch so einen Hinweis hat. Da muss ich hin, okay. Es gibt auch auf speedrun.com keine separate, also Standard und Easy, keine separate Spaltung. Es zählt alles gleich. Das Spiel ist dadurch nicht einfacher. Man wird halt nur ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, wo man überhaupt hin muss. Ja. Und ihr könnt euch jetzt
erfreuen an diesem tollen Spiel. Ich mache, wie gesagt, einen Probedurchlauf mal. Schade. Und werde mir nochmal. Ja, die Animationen sind auch Gold wert, ihr werdet es sehen. Ja. Und dann geht's ab hier im Haus. Wir müssen spät abends arbeiten, das ist unsere Mission, passt zu dem Wetter draußen. Believe this couldn't wait until the morning. Ja. I haven't had a full night's sleep for days. Let's get this over with. Genau, wir haben hier eine Keykarte und müssen und können uns halt durch das Gebäude bewegen und mit der Keykarte alle möglichen Türen aufschließen. Wir haben am Anfang nur eine Keykarte, die schließt unser Büro auf. Im Laufe des Spiels finden wir noch andere Keykarten, die uns das Spiel erleichtern, oder erleichtern soll ich schon hier, die uns neuen Zutritt zu anderen Gebieten offenlegen, sag ich mal. Was allerdings auch nicht ganz stimmt, weil das Spiel ist buggy, und man kann hier sehr viele Glitches verwenden, um leichter durchs Spiel zu kommen. Eine Mechanik ist im Spiel ja auch, man kann sich hier so ein Trinky ziehen, ja, so eine Cola. Wenn man die trinkt, dann wird man wieder wacher, weil man kann im Spiel einschlafen. Jaha. Wenn man länger hier im Gebäude rumläuft, wird man immer müder. Und irgendwann fällt man um. So. Elite for Chrissy. Es gibt auch ein ähnliches Spiel, was glaube ich genauso heißt. Das ist der zweite Teil hier. One Late Night, das was du meinst, ne? Das ist der erste Teil. Und das ist der Deadline, das knüpft an den ersten Teil hier dran. Genau, das ist ja der zweite Teil. Und ich zeige euch, wie gesagt, ich mache einen Proberun und erkläre euch erstmal so die Glitches, die wir machen, und dann versuche ich mal ein bisschen meine PB runterzustampfen. Es gibt hier eine Mechanik, wenn man hier gegen Wände lenkt und sich duckt und wieder aufsteht, kann man durch den Boden fallen. So zum Beispiel. Zack. Das werde ich öfters mal machen, um mir einfach Laufwege zu ersparen. So, hier machen wir erstmal die Türen auf. Fun Fact, das hier ist das Büro vom ersten Teil, nämlich. Da gehen wir auch gleich rein. Wie gesagt, ich trainiere gerade alle Objectives. Und das ist halt alle Missionen. Genau, und das ist hier das Büro aus dem ersten Teil. Ja, help me. So. Falls wer den ersten Teil kennt, wird das hier wieder erkennen, weil das ist exakt das Büro aus dem ersten Teil. Ja, die Tür geht jetzt hier auf einmal zu, aber uns interessiert das nicht, wir gehen einfach durch. Something to perk me up. So, genau. Dann holen wir uns noch einen Trinky. Any Prozent ist etwa der WR. Ich glaube, 6 Minuten noch was liegt Any Prozent. Und von All Objectives habe ich momentan einen WR, liegt bei 17,54. Genau, so. Und wir haben jetzt, wie gesagt, wir müssen uns ab und zu so eine Cola jetzt ziehen, weil wir werden halt immer müder, wenn wir rumlaufen. Und wenn wir das ignorieren, dann werden wir irgendwann langsam und können nicht mehr sprinten. Und dann irgendwann kippen wir um und dann sind wir Game Over. Tolle Spielmechanik. Aber wie gesagt, wir klippen uns, als hätte ich zwei Cola. Genau, egal. Wir klippen sehr viel durch die Wände. Falls ihr Fragen habt, immer gerne fragen. Ich klippe sehr, sehr viel durch Wände. Wenn man zum Beispiel den unteren, muss ich jetzt dazu erklären, wir sind jetzt im untersten Stockwerk. Wenn ich jetzt hier nochmal durch die Wand klippe und nach unten falle, landen wir im Foyer, also im Eingangsbereich. Man wird halt immer wieder, wenn man aus der Map fallen würde, wird man immer wieder hierauf zurückgesetzt. Also immer hier in den Eingangsbereich zurückgesetzt.
Someone must be on the upper floors. So. Unsere Mission ist jetzt erstmal diese ganzen Zettel hier einzusammeln, die von oben runter gesegelt sind. Manchmal hat das Spiel einen Bug und die Mission wird hier schon abgehakt, wenn man nur einen Zettel aufsammelt. Jetzt zum Beispiel haben wir drei aufgesammelt, okay. Es gibt so viele Glitches, die ich beim Run verwende, deshalb weiß ich gar nicht, wie ich die alle erklären soll. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Glitch. Ihr seht ja, die Tür ist zu, ne? Rot heißt, wir können nicht dahin und wir können auch versuchen, die aufzuschließen. Genau, er braucht eine andere Keykarte für diese Tür. Aber wenn wir uns jetzt rechts hinstellen von der Tür und so ein bisschen von der Seite diesen Keyschlitz hier betätigen und dann nach vorne lenken, guck mal, was passiert. Scheiß auf Türen. Wir gehen einfach durch. Sounds like someone's phone is ringing. Genau. So. Jetzt ist der nächste Glitch, den wir gleich machen. Da steht jetzt Incoming Call. Wenn wir jetzt Tab drücken würden, dann würde ich stehen bleiben und da wird erstmal ein Telefonat stattfinden. Das dauert bestimmt 2 Minuten. Deshalb werden wir eine Methode verwenden, dieses Telefonat zu skippen. So. Und zwar, das funktioniert folgendermaßen. Wir werden das Telefon annehmen, wenn wir hier oben eine falsche Tür betätigen. Ich erkläre euch das mal, wie das geht. Wir visieren das falsche Türschloss an, klicken drauf und in dem Moment, wo wir draufklicken, nehmen wir den Phone Call an und schauen, was passiert. Robert. I need a different keycard for this door. Zack, der Phone Call ist geskippt und trotz alledem triggert die Mission. Ja, zu den Geistern kann ich auch was sagen. Ihr werdet ab und zu mal Geister sehen. Hey, let me in. I've forgotten my keycard. Anyone? Genau. Diese Geister, die in diesem Gebäude sind, die haben alle irgendwelche Sorgen, was auch immer. Und wir müssen, wenn wir die erfüllen, dann haben wir deren Seelen gerettet. Es gibt 4 insgesamt. Und um das schlechte Ende zu bekommen, müssen wir diese 4 Seelen retten und dann nichts weiter machen und das Gebäude verlassen. Dann kriegen wir das schlechte Ende. Um das gute Ende zu bekommen, ihr kennt, wenn ihr den ersten Teil kennt, dann wisst ihr, was ich meine, wenn ich jetzt sage, dass es, wir müssen die Oma noch besiegen. Es gibt so eine Grusel-Oma im ersten Teil. Und wenn wir die vier Seelen retten und dann die Oma noch besiegen, dann kriegen wir das gute Ende. So. Genau. Und ich trainiere, da wir All Objectives machen, kriegen wir sowieso das gute Ende. Also müssen wir die 4 Seelen deren Wunsch erfüllen und die Oma noch besiegen. So, ab und zu müssen wir hier ein paar Puzzle-Dinger machen. Ist aber nicht weiter schwer, die Dinger rasten eigentlich recht gut ein. Und ja, 2 Minuten in einem Speedrun ist echt lange. Also bevor ich diesen Skip gefunden habe mit dem Phone-Skip, dann war der WR echt 2 Minuten knapp länger einfach. Oh nein, wer ist das denn? Ein Zombie! It's an old newspaper printout. Ja, es gibt auch so Geister, die uns töten wollen, aber auch ein lustiger Funfact, wenn wir uns irgendwas angucken und so dieses Ding hier, Dokument hochhalten, kann nichts uns töten im Spiel. Ja, man kann auch sterben. Jetzt klippe ich mich ein Stockwerk weiter runter, gucke mal hier in dieser Schublade, ob hier was ist. Und hier finden wir Dexterity. Das ist sowas wie Traubenzucker. Wir müssen nicht immer diese Cola trinken. Wir können auch einfach auf E drücken, wenn wir diese Traubenzucker-Dinger haben. Und dann sind wir auch refreshed. So. Damn it. This thing's broken again. I better call maintenance. Gut. So, und zwar. Da ist der nächste Typ, der unsere Hilfe braucht, der möchte, dass der Automat repariert wird. Hey,
The vending machine on the second floor is broken. So, wir müssten zwar jetzt noch den Schlüssel finden, um diese Toolbox vom Hausmesser zu holen. Macht aber nichts, wir nehmen die einfach durch den Schrank durch. Wer braucht schon Schlüssel? Egal. So, dann glitschen wir uns hoch. Gehen in die Büros hier ran, wo wir eigentlich noch nicht hin können. Gehen mit dem Glitch durch die Wand. Öffnen die Tür. Das ist ein kleiner Roboter. Und der Hausmeister, der folgt uns jetzt in den zweiten Stock. Oder geht in den zweiten Stock. Aber bis der halt oben ist, das dauert ewig, Freunde. Und währenddessen können wir halt schon mal diese Quest hier erledigen. Dann ist schon mal die Seele hier gerettet. Lost Souls. Eine von vier gesaved. Ist schon mal gut. You are starting to feeling drowsy, ja. Wir fühlen uns ein bisschen müde. Aber guckt doch mal, ist die Animation vom Hausmeister nicht einfach göttlich, Freunde? Guckt ihn euch an. Ist das nicht einfach toll, wie der sich bewegt? Also da, es ist echt eine Meisterleistung. Oh Mann. There. It should all be fixed now. So, ich weiß auch gar nicht, wie. Ich muss euch so viel erklären, aber egal. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben ja ein Handy gekriegt und mit. Just because your eyes cannot see it doesn't mean that something doesn't exist. Let me show you. Genau, mit dem Handy können wir nämlich so, das ist so ein. Es ist schwer zu erklären, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. Das Handy dient so als so Pod. Man kann da zwischen der Geisterwelt und der normalen Welt hin und her switchen. Und manche Items findet man halt nur in der Geisterwelt, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben zum Beispiel eine Keycard jetzt gefunden, Level 3. Und haben gleichzeitig, wie gesagt, das Ding repariert, den Automaten. Und somit ist der eine Geist auch glücklich. Lost Key. Hier können wir auch den Geist helfen. Zack, den dritten gerettet. So. In den Schubladen gucken, ob wir noch ein bisschen Traubenzucker finden. Das ist immer ganz gut. Nee. So, hier können wir auch ein Item durch die Wand nehmen. Nämlich noch eine Geekarte. Sehr schön. Das Ganze ist echt wenig Traubenzucker in diesem Durchlauf da. Jetzt müssen wir den Computer hier durchsuchen. Und da taucht die Oma auf. Manche Objekte müssen, oder manche Sachen müssen wir einfach machen, auch wenn die sinnlos erscheinen, um die Objectives abzuhaken. Mit drei Objectives, einmal Empty Floor, Lab Rat und The Tiles That Bind. So. So, jetzt hätten wir schon mal alle vier Seelen gerettet. Jetzt könnten wir das Spiel beenden, aber wir wollen ja alle. There must be a reason for her spirit to linger on. Objectives machen. Und da müssen wir halt. Jetzt noch mehr machen. Alles müssen wir machen eigentlich. Are you ready? Are you ready? Ja, ich bin ready. Und wir gehen wieder in die andere Welt. Gucken das Schild an und hinter uns spawnt die Oma wieder. Ja, kreisch nicht so. Dann verlassen wir die Welt auch gleich wieder. Da ist die Oma. Brauchen wir nicht. So, dann skippen wir zwei Stockwerke runter. Ich gehe jetzt also mit euch schon die Speedrun-Route hier. Ich mache es halt nur nicht so schnell, damit ich irgendwie eine Möglichkeit finde, euch das ein bisschen wenigstens zu erklären.
So, hier links von mir spawnt ein Zombie jetzt. Ich glaube, ihr hört ihn auch, aber das kümmert mich nicht, weil ich direkt hier reingehe. Guck mir das hier an, hake die Mission ab. Nimm aus der Schublade durch die Wand das Ding, da geht gerade der Zombie her. Der kümmert sich gar nicht um mich. Das ist echt, der Zombie ist so ein bisschen ING, der kann einen echt killen, wenn man nicht aufpasst. Jetzt bleibt er zum Beispiel da hinten stehen. Dreh dich nicht um, ne, geh weiter, gut. Jetzt klippe ich mich hier runter und klippe mich hier runter und bin direkt im Raum, wo ich einen Schlüssel suchen muss. Diese unsichtbaren Sachen, die ich aufsammle, Freunde, das sind eigentlich Sachen, die man halt nur in der Geisterwelt sieht. Da ich aber genau den Standpunkt kenne, ne, wo die Sachen liegen, kann man sie auch in der normalen Welt einsammeln. Man muss halt genau auf den Punkt klicken, wo sie in der Geisterwelt liegen. Deshalb nehme ich oft mal unsichtbare Sachen auf. So, machen wir das Schloss hier weg. Und die Heizung an. Dann müssen wir jetzt. Ja, ich fühle mich schon wieder müde. So, wir nehmen uns jetzt diese Keycard hier noch mit, die brauchen wir gleich. Im Laser rum. Und hier können wir jetzt, da wir dieses wieder angemacht haben, funktioniert das Keypad auch. Die Heizung 5, 7, 9, 8. So, gehen wir hier rein. Nehmen uns dieses. Ach nee, das ist. Komm. Specimen X, oder wie das auch immer heißt. Jetzt hoffe ich, dass der Zombie uns nicht auflauert gleich. Nee, sieht gut aus. Gehen hier rein. Und zerstören dieses Gen von der alten Oma. Und damit ist das Ganze auch abgehakt. So. Jetzt kommen noch ein paar optionale Missionen. Bis wir wirklich jeder einzelne. Eigentlich hätten wir jetzt das gute Ende. Och, die Oma ist immer noch hier. Okay, lol, das ist da. Das ist natürlich jetzt nicht geplant gewesen, dass die noch hier ist. So, wir haben hier so Tafeln, da steht jetzt drauf, Shine Your Light on Me. Und das ist so ein kleines optionales Objective, wo man halt. Diese Tafeln gibt es im ganzen Gebäude verteilt und man muss die halt alle finden und dann kann man. Geh mal weiter, Oma, ich muss da hinten rein, nämlich. Ach, jetzt dreht die um. Jetzt ist er weg, okay. Und wenn man alle Buchstaben findet, dann kann man halt auch. Ja, das war der falsche PC. Wo ist denn der richtige PC? Ja, wartet mal eben. Ich glaube, Minstrel. Ja. Hier lesen wir eine Nachricht, dass ein Paket unten auf uns wartet. Komischerweise ist es auch eine Mission. Wie gesagt, es gibt so viele kleine, wirklich kleine Missionen, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, aber man macht es halt einfach trotzdem. All Objectives. Zum Beispiel dieser kleine Staubsaugerroboter, ja. Das ist auch eine Mission. Müssen wir auch noch machen. Jetzt collecten wir aber erstmal oder sammeln erstmal alle diese kleinen Zettel, die man auf diesen. Ja, die man auf diesen Tafeln überall findet. Fühlen uns schon wieder müde. So, Shine Your Light darauf, siehst du. Es gibt nicht auf allen Tafeln dieses, aber es gibt halt in jedem Raum eigentlich so eine Tafel. Man muss halt echt wissen, wo die richtigen sind, sonst kann man sich da echt dusselig suchen. Ihr seht schon, das Spiel, also das Spiel Speedrun drei Leute, leider nur. Es ist aber richtig witzig eigentlich und es macht auch recht Spaß. Ich mag diese Office-Atmosphäre, diese Büro-Atmosphäre.
Weiß nicht. Ich liebe es, das für Routen. Diese Route hier ist von mir. So, jetzt klippen wir mal nach unten und benutzen da eine andere Methode, um zu klippen, nämlich das Handy. Hat nicht ganz geklappt. Die Methode ist etwas knifflig. Okay, hat geklappt. Gut. So, da wir das Specimen X kaputt gemacht haben, seht ihr gerade, die alte wird in den Tod gezogen mit einer Super-Animation wieder. Und damit haben wir sie zerstört, erfolgreich, wunderbar. So, und hier collecten wir das Paket, was für unsere Mission notwendig war. Ihr seht schon, es sind einige Orte, wo wir diese Buchstaben einsammeln müssen. Das Gebäude ist auch recht groß, also da kann man sich schon das eine oder andere Mal verlaufen. Jetzt kommen wir zur, ja, sag ich mal, letzten Mission. Wir haben jetzt hier noch eine Mission, und zwar müssen wir Beepos Docking Station finden. Beepo ist dieser Staubsaugerroboter und wir müssen den halt wieder aufladen, und dann die Station von ihm ist aber einfach hier. Hier drückt man einfach drauf, der macht blubbub und dann fährt er dahin und lädt sich selber auf. Und in der Zeit können wir hier das Dings, das Rätsel lösen. Einen Namen zusammenlegen. Leon. Auch richtig. So, Beepo ist angekommen. Objective durchgestrichen. Wir streichen das Objective. Das Objective mit dem Spirits of the Past, bla bla bla, ist auch fertig. Dann klippen wir wieder ins Foyer zurück. So, und dann haben wir nur noch eine Mission, und die heißt Cold November Rain, it's time to head home. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Das war's. Das waren alle Objectives im Schnelldurchlauf. Morning. Couldn't come any sooner. Wie er geht einfach, diese Animation. Still not sure if this is all Oh, ich just liebe a das Spiel. crazy dream. Yeah, the police should be here any minute now. I'm sure they will have a lot of questions. So, what now? I'm not sure. My head is still kind of blank after all that's happened. I think this is a good time for me to start brushing up on my resume. That sure as hell ain't coming back to this place. Ja. What about Genau. you? So viel dazu. Und jetzt versuchen wir mal ein paar Runs, würde ich sagen. Ich muss erstmal gerade gucken, was der aktuelle WR ist. Nochmal für Bad Ending, damit ich da so ein bisschen einen kleinen Vergleich habe. So. One Late Night Deadline. Und zwar. Nee, 8 Minuten 37 sogar. Nee, warte mal. Bad Ending. 6 Minuten 29. Genau. 6 Minuten 29 ist das Bad Ending.
Ist der WR vom Bad Ending. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Wollen wir Objectives machen oder Bad Ending erstmal versuchen? Ich würde sagen, wir switchen zum Bad Ending. Versuchen wir. Bad Ending. Und dann gucken wir mal, wie das läuft, ne? Weltrekordhalter ist Capridoc, das ist ein auch ein sehr guter Speedrunner, ein guter Freund von mir. Ich sage euch, der WR ist sehr, sehr schwierig zu knacken. Weil 6,29 ist echt schon. Ist echt schon krass. Und das Spiel ist nicht einfach zu runnen. Sieht vielleicht zwar ein bisschen einfach aus, aber es ist nicht so einfach. Hallo Harwald. Jo, dankeschön. Hallo, willkommen. Ja, Freunde, dann versuchen wir einfach mal unser Glück, ne? Kann euch nicht versprechen, wie es läuft. Bad Ending. Ich hoffe, ich mache nicht All Objectives. Jetzt war ins Go. Ja, ihr Lieben, wie geht's euch denn so? Erzählt doch mal, ist das Spiel laut genug? Habt ihr es euch gemütlich gemacht? Es ist richtig, richtig arschkalt draußen mittlerweile. Ich habe auch schon überall Heizung angemacht in meiner Wohnung. Alter Falter. So. Can't believe this couldn't wait until the morning. I haven't had a full night's sleep for days. Let's get this over with. Surely I couldn't have imagined it. It looks like something has been burnt on the floor in there. Lights are on, but I see no one in there. Oh, I didn't know anyone was here this late. Yeah, the manager usually schedules cleaning service during night hours. I'm alone on this shift, though. I need a different key card for this door. Sound. It sounds like someone's phone is ringing. Gerade ein bisschen Zeit verloren. Gerade einen kleinen Fehler gemacht, aber ich mache die Runs zu Ende. Es lohnt sich nicht, das zu resetten. Lasst euch nicht von den Pluszeiten hier irritieren. Ich mache den Robert Skip ein bisschen später. Nämlich hier. Robert. I need a different key card for this door.
Kein Dexterity für mich. Schlecht. Hey, the vending machine on the second floor is broken. Oh, that old thing again. I need a different keycard for this door. Ihr seht schon, je müder ich werde, desto mehr wird mein Sichtfeld eingeschränkt. Und ihr seht, der Hausmeister ist nicht der Allerschnellste in seinem Job. Nee, der Run ist nicht, der wird kein WR. Ich habe vorhin einen Fehler gemacht, das kostet mich jetzt leider Zeit. Das kostet mich leider Zeit. Trotzdem Goldsplit, okay. Hallo? Oh. Das wäre, okay, es wäre fast eine PB geworden, aber irgendwie war ich gerade stuck bei der Tür. Building is supposed to be empty at this hour. Hopefully it will be just another routine check. Hey, is someone there? Jetzt kommen wieder tolle Animationen hier. Is everything all right, sir? Are you alone? Please stay where you are, sir. He's got something in his hand. Wir haben nichts in unserer Hand, aber das checkt er nicht. Drop what you are holding and stay right there. Guckt euch diese Performance von diesen Leuten an, einfach grandios, ne? Diese Echtheit von diesen Animationen, ne? Einfach toll. Don't come any closer. Don't come any closer. Da haben sie uns abgeknallt. Ende. Echt, Alter, das Spiel ist wirklich, wirklich Oscar-reif, würde ich sagen, ne? Merkt schon, der ganze Chat ist ruhig. Ihr seid alle so fasziniert von diesem Spiel, ne? Ich kann's verstehen. Das ist auch. Ist auch ein. Ein Spiel, was man nicht in Worte fassen kann. Ich sag das mal so. Ne.
Dann versuchen wir noch einen Run. Die Animationen sind ultra fesselnd, ja, das stimmt. Schade. Man muss dazu sagen, es wurde von einem gemacht, ne? Von einer Person. Ja, es ist so schlecht, das ist schon wieder gut. Ja, ich mag, also ihr werdet lachen, aber ich mag das Spiel wirklich, sonst würde ich es ja nicht speedrun. Ich finde dennoch, die Atmosphäre und alles ist richtig, richtig geil. Und ich weiß nicht, ich mag so nur diese Office-Atmosphäre. Ich weiß nicht, ich finde das richtig genial, aber es ist halt echt scheiße umgesetzt, ne? Ich gehe übrigens geduckt die Treppen hoch, weil das komischerweise schneller ist. Let's get this over with. Fragt mich nicht, wieso. Wie gesagt, das war damals mein erstes Speedrun-Projekt, was ich angefangen habe, wo ich Speedrunner wurde. Jetzt werde ich nicht wieder den gleichen Fehler machen. Ich hatte nämlich vorhin einen Fehler gemacht. Ich muss nur die linke Tür aufschließen. Ne, schon wieder. Na, ich habe die rechte aufgeschlossen. Ach, scheiße. Reset. Das ist so ein paar Sachen, wo ich mich immer noch vertue. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist vielleicht nicht das beste Spiel zum Speedrun, aber mir macht's Spaß. Und es ist für mich so ein Spiel, wo ich sagen kann, okay, es regnet draußen, so wie bei mir jetzt gerade, und es ist eine kalte Nacht und irgendwie, wenn ihr mir nicht glaubt, spielt's mal selber. Es ist irgendwie eine ganz coole Atmosphäre und das Spiel ist auch gar nicht mal so schlecht. Und es hat eigentlich eine ganz geniale Story. Tja. Wenn man nicht die Hälfte davon skippt, so wie ich im Run. Mehr als die. Eigentlich skippe ich mehr als die Hälfte. I can't believe this couldn't wait until the morning. I haven't had a full night's sleep for days. Let's get this over with. Ihr werdet es wohl auch nicht glauben, aber das Spiel ist schon ziemlich weit runtergegrindet, also 6,29 ist echt schon ein genialer Rekord von Capridoc. Da muss man schon wirklich gute RNG haben, um das hinzubekommen. Aber ich glaube, es ist machbar. Also deshalb, plus 0,1. Surely I couldn't have imagined it. Was that a scream? I surely couldn't have imagined it.
It looks like something has been burnt on the floor in there. The lights are on, but I see no one in there. Oh, I didn't know anyone was here this late. Yeah, the manager usually schedules cleaning service during night hours. Falls ihr irgendwas nicht versteht, Freunde, fragt ruhig. Ich verstehe es selber nicht. Ist einfach so, Freunde. Robert. Ich hab den Phone Skip jetzt hier gemacht. Und nicht oben. The portal must be closed. Swear, call me if you want to go there. Wieder kein Dexterity. Gibt's doch nicht. Damn it. This thing's broken again. I better call maintenance. Hey, the vending machine on the second floor is broken. Oh, that old thing again. I need a different key card for this door. Schreibt doch mal, Freunde, wie geht's euch? Wie war euer Tag so? Habt ihr auch bei euch schon die Heizung angemacht, alle in der Wohnung? Also ich muss ein paar anmachen. Es wird mir dann echt zu kalt irgendwie. Leute, ich glaube, der Run ist RIP, Freunde. Ich glaube, der Run ist RIP. Ja. I see you found it. Der Run ist RIP. Warum ist der Run RIP? Weil ich habe die Toolbox schon im ersten Versuch oder beim ersten Besuch eingesammelt und ihm die eigentlich sofort gegeben, aber irgendwie hat das Spiel das nicht registriert. Ja, ich hab ohne Heizung immer noch ...24 Grad. Ja, also wenn ihr das interessant findet, ist ja gut. Ich habe Sorge gehabt, dass ihr das so langweilig findet. Aber ich mag halt, also ich kann es nicht oft genug sagen, ich mag die Atmosphäre vom Spiel. Und es macht komischerweise richtig Spaß zu runnen. Es ist halt echt schwierig zu runnen. Ihr seht ja, ich skippe mich durchs ganze Gebäude durch und manchmal wird das Spiel halt echt verwirrt deshalb und dann, wenn manche Mission nicht getriggert, das ist dann so ein bisschen das Problem, was ich gerade habe, weil gerade wurde halt eine Mission nicht getriggert oder vielmehr die Toolbox wurde nicht abgegeben beim Hausmeister. So das Problem, was ich habe. Aber wie gesagt, ich runne ja eh mehr Indie-Games als Big Publisher-Spiele, also deshalb, ich bin eher der Indie-Game-Mensch. Wait until the morning.
Die Difficult Settings haben eigentlich nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Für uns Speedrunner ist es eigentlich egal. Easy zeigt halt nur an, wo du hin musst, wo halt die Missionsziele sind. Und bei Standard werden diese Marker nicht angezeigt. Es ist kackegal, was man von beiden macht, ich habe das Gefühl, dass bei Easy mehr Missionen funktionieren als bei. Dass das Spiel nicht so oft, dass man nicht so oft stuck geht wie bei Easy. Wie bei Standard. Bei Standard werden manche Missionen öfters nicht getriggert, habe ich das Gefühl. Ich kann zwar nicht beweisen, aber das hat auch nichts mit der Schwierigkeit zu tun. Es ist halt einfach nur. Es wird halt einfach nur ein Indikator angezeigt, wo du als nächstes hin musst. Aber da ich mich da meistens sowieso nicht dran halte, ist es halt wirklich egal. Ab und dieser Indikator ist halt dieser gelbe Kreis, der sich manchmal halt so dreht. Aber es ist wirklich egal. Wie gesagt. Wie sieht das zum Beispiel der Indikator? It looks like something has been burnt on the floor in there. The lights are on, but I see no one in there. Das war auch kein guter Skip. I need a different key card for this door. It sounds like someone's phone is ringing. Ich werde den Phone Skip wieder an der Tür oben machen, weil ich den besser finde. Deshalb lasst euch nicht von der roten Zeit irritieren. Ich mache den Phone Skip später, save dadurch aber im nächsten Skip auf jeden Fall Zeit. Man kann den Phone Skip an mehreren Orten machen. Eigentlich überall, wo Interaktion stattfindet, kann man den Phone Skip machen. Nee, noch nicht. Gerade musste ich resetten, weil das Spiel nicht klar kam mit meiner Schnelligkeit. So, jetzt muss ich den Phone Skip kurz machen. Robert. I need a different key card for this door. Nice. Wenn der Phone Skip funktioniert, ihr fragt euch bestimmt, ja, wieso musst du das überhaupt skippen? Wieso gehst du halt einfach nur nicht ans Telefon ran? Problem ist, wenn man diesen einen Phone Call nicht annimmt, wird die nächste Mission nicht getriggert. Man kann halt genau sehen, ob die Mission getriggert wird. Wenn der Geist vor dem Büro erscheint und rein will, dann ist die nächste Mission getriggert. Wenn er nicht erscheint, dann ist sie nicht getriggert worden und dann kann man resetten. Jetzt hoffen wir mal, dass der Hausmeister mitkommt. Hey, the vending machine on the second floor is broken. Oh, that old thing again. I need a different key card for this door. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob das für euch so interessant ist, aber ich finde es halt echt, also es ist echt ein gutes Spiel zum Speedrun, auch wenn es nicht danach aussieht, weil man kann sich, wie gesagt, durchs ganze Gebäude klippen, wie ich hier auch die ganze Zeit mache. Jetzt ist der schon wieder nicht getriggert worden? Kann das sein? Der Hausmeister wurde schon wieder nicht getriggert, das gibt es nicht. Der wurde schon wieder nicht getriggert und ich stecke sowieso in der Wand fest. Ja, Freunde, ich stecke in der Wand fest. Okay, ich kann eh resetten. Wunderbar. Boah, was ist denn los heute mit dem Spiel, ey? Die Story ist, dass man mal wieder spät abends arbeiten muss und komische Sachen passieren und man muss das Ganze ausbaden. Und ich verstehe gerade nicht, warum der Hausmeister
Ja, genau. Gibt ja auch die alte, gibt's ja auch in Teil 1, in Teil 2. Und ich kapier gerade nicht, wieso der Hausmeister sich querstellt. Zweimal in Folge wollte er nicht mitkommen und das Ding reparieren. Die Story also das Spiel ist halt echt so verbuggt, dass es jedes Mal irgendwas Neues mit sich bringt, habe ich das Gefühl. Let's get this over with. Oh schön, das Keypad funktioniert nicht. Ihr seht's? Das Keypad funktioniert nicht. Schön. Reset. Ach, das Spiel funktioniert so herrlich. Und ich kann diesen Anfang auch nicht schneller machen. Das ist immer so. Powered by Unity. Und wir müssen so, Musik und Sound ist wieder bei Pontus Malm Quiz. Oh. Wunderbar, einfach nur. Pontus Malm Quiz. Wenn ihr das Spiel auch mal spielen wollt, das gibt's bei Steam. Dann könnt ihr diese schöne Atmosphäre auch, könnt ihr auch dann gern genießen. I can't believe this couldn't wait until the morning. I haven't had a full night's sleep for days. Let's get this over with. Nein. Bei Easy werden einfach nur Hinweise angezeigt, wo du hin musst. Und bei Standard werden die nicht angezeigt. Vom Gameplay ist dann nichts anders. Nur, ich mache halt einfach Easy. Mir egal. Also es ist kein Unterschied. Es ist kackegal, ob man Standard oder Easy wählt. Das Spiel wird dadurch nicht einfacher oder schwerer. Naja, doch, wenn man nicht weiß, wo man hin muss, macht man natürlich Easy. Dann werden die Objectives angezeigt, wo man hin soll. Oder werden halt diese Markierungen gesetzt. Die ich aber meistens auch einfach nicht mache. Weil. Oder nicht in der Reihenfolge mache, wie ich sie machen sollte. Couldn't have imagined it. It looks like something has been burnt on the floor in there. The lights are on, but I see no one in there. I didn't know anyone was here this late. Yeah, the manager usually schedules cleaning service during night hours. I'm alone on this shift, though. I need a different key card for this door. Ich kann's hier gerade gar nicht. Also beim Bad Ending glaube ich nicht. Doch. Da hinten siehst du die alte kurz, da ist er.
Bei der Phone Skip. Hello? The portal must be closed. I swear it was. Call me when you want to go there. Nee, beim Bad Ending nicht. Beim Bad Ending auf keinen Fall, was ich jetzt gerade runne. Ist echt kein Dexterity, die ganze Zeit ist kein Dexterity da. So, und wenn der Hausmeister jetzt immer noch nicht den Weg geht, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich echt nicht, was ich falsch mache. Hey, the vending machine on the second floor is broken. Oh, that old thing again. I need a different keycard for this door. Er geht hoch. Gott sei Dank, er geht mal den Weg nach oben. Schön. Ja, Problem ist, wir haben kein Dexterity gefunden. Dexterity ist halt sowas wie ist Traubenzucker. Damit müssen wir nicht an der Trinkmaschine uns ein Trinkding ziehen, um wach zu bleiben. Aber da wir keins gefunden haben, müssen wir das jetzt machen. Und somit verlieren wir wieder Zeit. Aber sonst pennen wir gleich ein und wir können nicht mehr sprinten hier im Spiel. Und leider, leider, leider. There. It should all be fixed now. Müssen wir uns jetzt einen trinken hier. Ihr seht ja, wie lange das dauert, bis er das Ganze hier aufmacht, sich einen reingeschüttet hat. Das können wir alles überspringen. Es gibt ein Bad Ending und ein Good Ending. Das Bad Ending bekommt man, wenn man alle vier Seelen rettet und nicht die alte besiegt. Das, was ich jetzt halt mache. Ich rette alle vier Seelen in dem Gebäude und töte nicht die alte, dann kriege ich das Bad Ending. Und um das Good Ending zu kriegen, muss man die alte auch noch killen halt, ne? Das war's auch schon. Man muss einen Weg finden. Also man kann sie nicht einfach anstrahlen, dann ist sie tot. So wie im ersten Teil, das geht nicht. Man muss sich da schon was einfallen lassen. Hey, PB! Wenigstens neue PB-Freunde. Yeah, 7 Sekunden. Schön. Wenigstens neue PB. Obwohl ich kein Dexterity bekomme. Es ist machbar, Freunde. Ja, ja. Ich hol mir kurz was zu trinken, Freunde. Bin ich gleich wieder da. Nur weil der Aufzug nicht funktioniert, ja, die Seelen sind wohl ein bisschen pingelig. Das kann ja wohl passieren, ne? He's got something in his hand. Drop what you are holding and stay right there. Hey, I said stay where you are. Don't come any closer. Even sleepers are workers and collaborators of what goes on in the universe.
What we do affects everyone around us. Your life is a journey where you begin with having everything. And then throughout this journey, you decide what you want to keep, much like memories. Some memories are here to stay, and others are meant to be forgotten. We can never truly know which ones we will treasure, and which will haunt us for eternity. Even when we die, our memories live on. Not with ourselves. Ja, die eine Seele ist ja verloren, nur weil der Trickautomat nicht funktioniert, ne? Ist wie gesagt alles sehr fraglich, ob die wirklich so verloren sind. Wie gesagt, ich hätte auch noch ein anderes Spiel im Petto, falls uns das gleich zu langweilig wird. Ich hätte noch SCP Containment Breach. Da ist ja ein neues Update rausgekommen und ich spiele gern mal ein, zwei Runden mal durch mit Random Seeds. Können wir ja gleich gucken, ob uns zu langweilig wird und dann mal wechseln können. Ja, neue PB, also 11 Sekunden hinter dem WR, ist nicht schlecht. Und ich denke mal, die 11 Sekunden hätten wir Dexterity gefunden, dann wären wir ganz nah an den WR rangekommen, Freunde. Weil diese Zeit, wo wir uns einen Trinky gezogen haben, das waren garantiert 11 Sekunden. Ja, was machen wir? Wir können nochmal einen Bad Ending Run versuchen oder wir können All Objectives nochmal versuchen. Ich denke mal, wir machen mal einen All Objectives Run, oder? Ich denke mal, All Objectives ist da jetzt auch nicht mal verkehrt, wenn wir das machen. ...1754 ist da der WR. Der ist halt verdurstet. Das kann alles sein, ne? Das kann alles sein. Wie gesagt, alles sehr fragwürdig. Eigentlich ist jede verlorene Seele fragwürdig, ja. Die eine kommt ins Büro nicht rein und ist gestorben beim Warten oder so. Die eine Seele hat das Büro nicht gefunden und ist wahrscheinlich beim Suchen gestorben, was auch immer. Freunde, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen. I haven't had a full night's sleep for days. Let's get this over with. So, den WR für All Objectives habe ich. Aber man kann ja immer noch das Ganze runtergrinden. Wie gesagt, und die Grafikqualität ist auf ultra wenig in dem Spiel, weil das Spiel so große Performance-Schwierigkeiten hat, Freunde, das glaubt ihr nicht. Falls ihr das Spiel habt oder euch mal zulegen wollt, es macht wirklich Spaß, ich liebe die Atmosphäre und alles, aber Performance ist Kacke in dem Spiel. Man braucht echt einen guten Rechner, um das ruckelfrei zu spielen, so doof es sich anhört. So, All Objectives ist ganz ein bisschen anders. Wir müssen, wie gesagt, alle Objectives, also alle Missionen machen. Da muss ich jetzt gleich umdenken. Normalerweise würden wir jetzt direkt gehen und dem Hausmeister die Toolbox geben. Machen wir aber nicht. Wir triggern ihn nur, damit er rauskommt und gehen wieder hoch. Weil wenn wir ihm schon die Toolbox holen und ihm die schon gleich abgeben, wenn wir die Vending Machine reparieren müssen, dann wird die Mission bring ihm die Toolbox, wird nicht getriggert. Also können wir ihm die S gleich holen. Help me.
seems to have left their jacket behind. Maybe this person is still in the building. I'm so tired. I need something to perk me up. Goldsplit. Who the hell is throwing paper shreds? Someone must be on the upper floor. Nice. It looks like a code of some sort. Sehr gut. Wir müssen nur einen. Wir mussten nur einen Zettel einsammeln, das hat uns echt gut Zeit gespart. Manchmal wird die Mission schon abgehakt, wenn man einen Zettel einsammelt. Nee, du bist noch niemals in der Nähe, lieber Geist. I can swear it was. Oh nein, ich hab was. Okay, run is rip. Scheiße. Ich hab vergessen, eine Mission zu triggern. Ich war beim Bad Ending im Kopf noch. Ja, der hat die Treppe genommen, ist runtergefallen oder ist vor Erschöpfung halt krepiert dann, bevor er oben angekommen ist. Kannst du es nochmal von vorne sehen? So spannend. Ja, dann willkommen. Willkommen zu One Late Night Deadline. Bei diesem verregneten Abend draußen und auch im Spiel hier. Bei Fragen einfach. Einfach in den Chat schreiben. Let's get this over with. Und das Keypad geht schon wieder. Doch, es geht. Oh, ich dachte schon, es geht nicht. Gut, haben wir jetzt natürlich wieder ein paar bisschen Zeit verloren. Egal, ich mache jetzt keinen Reset. Ich mache jetzt den Run durch. Das wird kein grüner Split jetzt. Aber egal. Egal.
Surely I couldn't have imagined it. It looks like something has been burnt on the floor in there. The lights are on, but I see no one in there. Oh, I didn't know anyone was here this late. Yeah, the manager usually schedules cleaning service during night hours. I'm alone on this shift, though. Help. Help me. Seems to have left their jacket behind. Maybe this... I'm so tired. I need something to perk me up. Throwing paper shreds. Someone must be on the upper floors. Nice. It looks like a code of some sort. Or maybe a phone or a fax number. I need a different key card for this door. It sounds like someone's phone is ringing. Phone skip machen wir bei der Tür. Where is my office? I could swear it was here. Robert. I need a different key card for this door. Hey, let me in. I've forgotten my key card. Anyone? Looks at least 100 years old. Oh yeah. Freunde, wir haben Dexterity gefunden. But who sent it? Nice. Nice. Aber trotzdem haben wir ein bisschen Zeit verloren. Machine on the second floor is broken. Can you fix it? Of course. I just need to finish something up here first. Can you go get my toolbox for me? I need a different key card for this door. Mm-hmm.
So, dann fix mal. There. It should all be fixed now. Ich fühle mich schon wieder müde. Meine Güte. Aber ich habe Dexterity, alles gut. Gutes Segment. Oh, was ist denn los? Are you ready? Oh. Okay, der recht gute Run ist hier RIP, Freunde. Wir sind eh tot. Aber egal, der Run ist RIP. Die Mission wurde nicht getriggert. Schön. Ach, Freunde, ey, dieses Spiel. I can't believe this couldn't wait until the morning. I haven't had a full night's sleep for days. Let's get this over with. Ja, ihr Lieben, es ist bestimmt nicht so interessant für euch, aber wir spielen auch gleich mal SCP. Ich glaube, das ist interessanter für euch. SCP Containment Breach.
falls das wer kennt. Is that a scream? Surely I couldn't have imagined it. It looks like something has been burnt on the floor in there. The lights are on, but I see no one in there. Oh, I didn't know anyone was here this late. Yeah, the manager usually schedules cleaning service during night hours. Maybe this person is still in the building. I'm so tired. I need something to perk me up. Throwing paper shreds. Someone must be on the upper floors. It looks like a code of some sort. Or maybe a phone or a fax number. I need a different key card for this door. Sound. It sounds like someone's phone is ringing. Robert. Hello? The portal. Must be closed. I swear it was. Call me when you want to go there. Hey, let me in. I've forgotten my key card. Anyone? Ihr Lieben! It's an old newspaper printout. My dexterity. But who sent it? Things broken again. I better call maintenance. I better call maintenance. Hey, the vending machine on the second floor is broken. Oh! Can you fix it? Vergessen zu skippen. Zu splitten, meine ich. Of course. I just need to finish something up here first. Of course. Can you go get my toolbox for me? I need a different key card for this door. I need a different key card for this door.
Ja, ihr seht schon, das Blickfeld ist wieder recht eingeschränkt, aber wir haben leider kein Dexterity gefunden. Moin, Leora. Komm, wir schneller, mein Lieber. It should all be fixed now. Tastic? Gucke ich hier eben, ob ich irgendwo Dexterity finde. Es ist nirgendwo Dexterity zu finden. Das gibt es nicht. Die RNG ist natürlich mal wieder unterirdisch gerade. Ne. Nirgendwo Dexterity zu finden. Okay. Gibt's eigentlich nicht. Nirgendwo ist Dexterity. Aber gut. Müssen wir mit klarkommen, so. Geht halt nicht anders. Are you ready? Ups. Wieder vergessen zu splitten. This door requires a code.
Ja, das wird leider kein VR-Run, weil wir müssen jetzt nochmal was trinken und schlafen gleich wieder ein. Und wir sind tot. Nein, wir sind doch nicht tot. Doch, wir sind tot oder was? Okay, wir sind tot, aber anscheinend auch nicht tot. Guckt euch das an. Wir sind... Ich kann nichts mehr sehen, aber wir können noch rumlaufen. Ist das Spiel nicht wunderbar? Ja, Freunde, wer hat Lust auf... Also ich könnte euch noch SCP Containment Breach anbieten. Oder wir machen weiter mit One Late Night. Könnt ihr mal entscheiden. Containment Breach, alles klar. Mal kurz fragen, ob hier ein Admin on ist, von Germansch, der mir mal den Titel, Streaming-Titel und Spiel ändern kann. Wenn hier jemand da ist, dann... Wenn nicht, dann schreibe ich das einfach mal. Wenn nicht, ich hab's gerade geschrieben und ja. Dann spielen wir jetzt SCP. Das dürftet ihr bestimmt auch kennen. Der ein oder andere von euch dürfte das auch kennen. Falls ihr das nicht kennt, dann sagt mir das. Ups, ne, warte mal. Was war denn hier? Plus. So, ich hoffe, ihr kennt alle SCP Containment Breach. An alle, die es nicht kennen, dann müsst ihr halt fragen oder schreiben. Dann kann ich euch das gerne beantworten. Du kennst es nicht? Kennst du denn SCP allgemein? Dark Money 2, weißt du denn, was SCP im Allgemeinen ist?
Dankeschön, Sif. SCP ist eine Abkürzung für Secure Contain Protect. Ja, ja, SCP Containment Breach ist das Spiel, Sif. Dankeschön. Und es gibt so, also ihr wisst ja bestimmt alle, was Creepypastas sind. Höre ich erstmal Rückmeldung. Creepypasta sagt bestimmt jedem was. Und SCP ist sowas, nee, Sif, das ist, das kann man nicht speedrun. Das ist, jedes, also es ist Casual Play. Aber du kannst es ruhig Runs nennen, weil es ist halt ein Durchlauf und es wird halt immer random generiert, weißt du so. Also jedes Mal, wenn man das Spiel startet, wird es random die Räume und alles generiert. Es sind Durchläufe. Ich mache ein paar SCP Containment Breach Durchläufe jetzt. Ja, Creepypastas sind, wie gesagt, ne, so Legenden, die halt wahr sind oder auch nicht, ne? Das sind solche Grusellegenden. Und vom Prinzip her, Dark Manitou, vom Prinzip her, genau. Jedes Mal, wenn man spielt, dann ist es neu. Und SCP ist halt so eine neue Sparte, was Creepypasta anbelangt. Es soll auf der Welt, so ähnlich wie Area 51 oder so, es soll auf der Welt eine Einrichtung geben, die nennt sich SCP Foundation. Und da soll es halt... ja, da soll es halt... Es ist nicht geklärt, ob es das wirklich gibt oder nicht. Da sollen halt diese Gegenstände, Objekte, Kreaturen gefangen gehalten werden, die besondere Eigenschaften haben. Zum Beispiel, es gibt ganz viele SCPs, es gibt über 1000 Stück. Das sind einfach Gegenstände, Objekte, Kreaturen, die spezielle Eigenschaften haben, die man sich nicht erklären, dieses, was sich nicht erklären lässt. Zum Beispiel, es gibt eine Statue. Jo, danke, Sif. Es gibt zum Beispiel eine Statue, die da unten rechts kurz aufblinkt. Das ist, erkläre ich jetzt gerade mal eben für Dark Manitou. Das ist zum Beispiel SCP-173. Und SCP-173 ist halt eine Steinstatue mit Augen. Und diese Steinstatue ist bösartig. Die kann sich nur fortbewegen, wenn man blinzelt. Das heißt immer, man muss halt diese Steinstatue die ganze Zeit im Blickfeld haben. Wenn man blinzelt, kann die sich fortbewegen. Und wenn die zu nah an einem kommt, bricht die einem das Genick. Das ist zum Beispiel, das ist halt ein Beispiel für ein böses SCP. Dann gibt es aber auch gute SCPs, zum Beispiel... SCP-2000 zum Beispiel, das Allheilmittel. Das ist eine rote Pille, die alle Krankheiten heilen kann. Es gibt aber auch SCPs, zum Beispiel SCP-1945, SpongeBob-Armbanduhren, kein Scherz. Das sind Armbanduhren, wo die Batterie nie leer geht. Man muss sie nicht aufladen und die Batterie geht einfach nie leer. Das sind zum Beispiel auch, es sind nur so ungefährlichere SCPs. Und in dem Spiel sind halt viele SCPs vertreten und die Aufgabe, die man halt hat, ist, man ist eine Testperson und man muss aus diesem Komplex entkommen. Es passiert ein Vorfall, man wacht auf und die SCPs brechen aus ihren, oder manche SCPs brechen aus ihren Gefängnissen aus und man muss halt als normale Person aus diesem Komplex entkommen. Und die SCPs, es gibt halt, wie gesagt, es gibt wirklich viele SCPs hier in dem Spiel, sind, ist nur ein Handvoll von den SCPs drin. Und man muss halt wirklich versuchen, aus dem Gebäude zu entkommen und dann hat man gewonnen. Und das ist nicht einfach, das sage ich euch jetzt schon mal. Genau, und es gibt zum Beispiel auch, ja, wie gesagt, Dark Manitou. Ich hoffe, du hast das Grundprinzip verstanden. Ich kann dir gerne noch mehr Beispiele geben. Wie gesagt, es gibt so viele SCPs. Was fällt mir noch ein? Zum Beispiel, es gibt ein SCP, das ist ein blauer Schlüssel. Der passt in jede Tür. Und wenn du diese, wenn du, der passt in jede Tür rein. Und wenn du mit diesem Schlüssel eine Tür
aufschließt, kommst du in ein blaues Waldgebiet, wo eine Bestie umherläuft, wenn du zu lange da bleibst. Das zum Beispiel. Also es gibt wirklich, oder es gibt SCP, das Treppenhaus, das ist so ein Treppenhaus, wenn man das zu lange durch einen Monitor anguckt, wird man wahnsinnig im Kopf. Sowas, also es, ne, also verschiedene Gegenstände, Objekte, Kreaturen, Monster, die halt, also es sind so wahre Legenden, also man weiß nicht, ob es diese Einrichtung gibt, ob es diese seltenen Objekte gibt. Es gibt diese SCP-Liste, wo angeblich Tests durchgeführt wurden, die an die Außenwelt gedrungen sind, und es ist recht spannend, ne? Die einen sagen, ja, könnte sein, dass es diese SCP-Sachen gibt. Anderen sagen, nee, ist Quatsch, gibt's nicht. Was ist eure Meinung? Könnt ihr mal im Chat schreiben. Also ich finde den Gedanken eigentlich recht spannend, dass es das hier alles geben soll. Ja, und das hat sich wohl einer auch gedacht, und dann hat er das Spiel hier gemacht. So viel dazu. So, wir machen New Game, nennen den Spielstand bla 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 und starten direkt. Los geht's, Freunde. So. Und es geht los. Oh nein, da ist schon SCP-173, Freunde. Geh nicht den Weg. SCP-1123, hier können wir reingehen. Das ist der Totenschädel, den nehmen wir nicht mit. Sachen, die wir nicht brauchen, die werde ich mal wegtun. SCP-012. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne fragen, wenn ihr einen SCP nicht kennt, könnt ihr mich gerne fragen, was das SCP macht, dem wir hier begegnen. Ich kenne mich mit den SCPs ganz gut aus. Ich erinnere mich ein bisschen von dem Spiel, habe es bei einem gesehen, der die KI von denen getestet hat. Achso, okay. Nee, das steht ja an den Wänden. Das steht an den Wänden von den Zellen. So, hier ist zum Beispiel jetzt eine Zelle, wo SCP-173 drin ist. Und ihr seht, da steht das Ding. Und wir müssen da jetzt durchgehen und wir setzen uns die Gas. Okay, und wir sind tot. Ja, was ist passiert? Wir müssen das Ding im Auge behalten. Das stand da im Rauch drin, aber wir haben es geschafft.
So, wir müssen erstmal ein paar Sachen finden, um hier überhaupt voranzukommen. Wir sind jetzt in der Light Containment Zone. Und wir müssen zum Beispiel Keycards finden, damit wir zu spezial gesicherten Bereichen. Oh nein, weg hier, weg hier, weg hier. Damit wir zu speziell gesicherten Bereichen Zugang haben. Aber wir. Ah toll, das nützt uns jetzt. Scheiße, wir müssen nochmal hier. Wir müssen nochmal zurück. Immer schön in den, wenn man denkt, 173 ist in der Nähe, immer bevor man einen Raum betritt, Freunde, blinzelt. Ihr müsst einmal vorher blinzeln und dann betretet einen Raum. Das ist sicherer. Und schließt immer die Türen hinter euch. Ein kleiner Sicherheitshinweis von mir. Hier waren wir. Okay, das ist ein gefährliches SCP. Wenn man diesem, das ist so ein kleiner Teddybär, wenn man ihm zuhört, wie es schreit, dann wachsen einem Geschwüre aus den Ohren und man verblutet. Ich bin so ein kleiner SCP-Nerd, wenn man das sagen kann. Ich beschäftige mich viel mit den SCPs, weil ich das einfach spannend finde, diese ganzen Stories, die dahinter stecken. So, hier finden wir eine Keykarte. Da unten ist eine Batterie. Nehmen wir mit. So, die brauchen wir alle noch. Wie gesagt, falls euch das interessiert, was die einzelnen SCPs machen, die hier sind, ich kenne in dem Spiel alle auswendig, was die machen, dann sagt ruhig Bescheid, ich erkläre euch das, aber ich erkläre jetzt leider nicht von selbst, weil das einfach zu viel wäre. Also, falls ihr eins interessant findet und ihr wissen wollt, was es macht, dann sagt mir Bescheid. Wir testen Chamber 2B. Da gehen wir jetzt rein mit der Keykarte hier. Und da hinten ist. Ah, da steht schon wieder 173. Seht ihr das? 173 steht da. Immer schön Augenkontakt halten. Und schnell die Tür zu. Die Tür auch zu. Ja, wie gesagt, 173 habe ich ja erklärt, ne? Was das macht. Wenn ich welche sehe, dann erkläre ich. Da ist nochmal 173 schon wieder. So, das ist hier SCP-372. Das ist das Ding in meinem Auge. Hört sich komisch an, aber das Ding erscheint nur im Augenwinkel von einem. Das ist ein Insekt, was man nur sieht manchmal, das werdet ihr vielleicht manchmal beim Durchspielen sehen, wenn man das erscheint halt im Augenwinkel und man sieht es durchs Bild huschen. Ja, wenn man einmal den Raum mit dem Ding betreten hat, dann sieht man das immer, für immer. Auch ein nicht so dolles SCP, was ein. Ist zwar nicht tödlich, aber es ist halt vielleicht zum verrückt werden, ne? Wenn man es so sagen kann. Hi Lucifer, ja, SCP sind Gegenstände, Objekte, Monster auf der Welt, die spezielle Eigenschaften haben und manche sind böse, manche sind lieb und man ist halt in dem Gebäude drin, und man muss halt hier flüchten. So. Da ist SCP-173, ihr seht schon, ich behalte das im Auge, damit mir das nicht in den Nacken springt oder sonstiges macht. Und immer wichtig ist, schließt die Türen hinter euch, Freunde. Ich kann es nicht genug sagen. Immer Türen schließen und vor dem Betreten eines Raumes blinzeln.
Haben wir schon eine gute Keykarte, die hier wirkt? Nee. Wir müssen noch ein bisschen. Ja, SCP-173 ist halt eine Statue, ne? Eigentlich. Die bewegt sich nur, wenn man blinzelt oder nicht hinschaut. Hier ist der Eingangsbereich. So, wir suchen jetzt ein spezielles SCP. Wir suchen jetzt nämlich SCP, genau. Ich suche jetzt SCP-914. Das ist das Uhrwerk. Was das macht, erkläre ich euch, wenn ich es gefunden habe. Hier waren wir schon. Okay, wir müssen in den Keller, Freunde. Bleibt uns nichts anderes übrig. Gehen wir in den Keller. Ja, hier gibt es ein SCP. Das ist, ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, aber das ist eine Kreatur, die hier im Keller rumstreift. Und ich muss mich schon mal, ich warne euch schon mal vor, wenn ich diese Kreatur zu spät sehe, dann könnte es Jumpscares geben. Also tut mir leid. Manche SCPs sind in den Räumen eingesperrt, manche rennen frei rum. Also es können sich ja nicht alle bewegen. Es gibt ja auch nur Objekte, die SCPs sind. Tassen, Uhren, die können ja nicht rumrennen. Aber manche Monster, die sich natürlich bewegen können, die rennen hier leider frei rum gerade. Oh Gott! Ja, das ist natürlich scheiß gelaufen jetzt. Gehen wir nochmal runter. Eins sieben drei ist ausgebrochen, ja. Wir müssen vorsichtig sein. Wir haben es geschafft. Gut.
So, wir gucken uns mal kurz an, wo wir sind. Ja, wir haben es gefunden, Freunde. SCP-914, das Uhrwerk. Das Uhrwerk ist ein interessantes, also es ist eine Maschine und sie ist sehr hilfreich. Was macht das Uhrwerk? Das ist Augenzwinkern, genau. SCP-914 ist sehr nützlich, das ist eine Maschine. Und wir können zum Beispiel Sachen in dieser Maschine tun. Zum Beispiel das Medikit, die Gasmaske und das die Night Vision Dinger hier. Und wir müssen auch noch diese Keycard hier reinzoomen. Und wir stellen diese Maschine auf Fine und machen sie an. Die Türen. Diese Maschine, es ist eine Verbesserungsmaschine. Je nachdem, wie man sie einstellt, kann man Sachen in die linke Kammer reintun und die Qualität einstellen und dann kommen auf der rechten Seite bessere Sachen wieder raus. Wir hatten gerade zum Beispiel eine Keykarte Level 2, jetzt ist sie zu Level 3 geworden. Das Nachtsichtgerät verbraucht keine Batterien mehr, das Medikit ist wirksamer, wie gesagt, halt alles besser. Ne? So, wir müssen aber noch ein paar Sachen machen und zwar... Den S-Navigator hier machen wir rein und stellen das auf Very Fine und drehen das um. So, und den S-Navigator haben wir auch. Was wir jetzt noch... Manche Sachen, also wenn man manche Sachen zu gut einstellt, werden sie entweder schlechter oder unbrauchbar. Oder tödlich sogar. Also man muss da schon eine gewisse Balance einhalten. Ja, genau. Und wir versuchen jetzt eine Sache, die ich normalerweise nicht versuche. Wir können nämlich versuchen, aus der Level 3 Keykarte eine Level 4 Keykarte zu machen. Was sehr schwierig ist, weil... Ich zeige euch das Ganze mal. Ich stelle das auf Fine und drehe den Schlüssel nochmal um. Wie gesagt, die Maschine versucht immer etwas Besseres herzustellen, wenn man es halt so einstellt. Nur das Problem ist, die Keykarte kann auch ist zum Beispiel jetzt zum Peak König geworden. Peak König ist zwar auch gut, ne, aber wir brauchen ja keinen Peak-König, wir brauchen eine Keykarte, also versuchen wir das Ganze nochmal. Es ist, wie gesagt, auch Chancen, dass Blödsinn rauskommt. Die Maschine weiß ja nicht, was wir haben wollen. Die macht halt auch einfach nur die Sachen, versucht sie besser zu machen. Wieder Peak-König, okay, dann laden wir nochmal. Das müssen wir jetzt halt ein paar Mal machen, weil wir brauchen... Wenn wir eine Level 4 Karte zu diesem Zeitpunkt des Spiels haben, wäre das schon gut. Und deshalb nehmen wir uns jetzt einfach mal die Zeit und versuchen hier zu gucken, dass die Maschine uns eine Level 4 Keykarte ausspuckt. Die Maschine heißt halt SCP-914, das Uhrwerk, weil das ist hier so ein Uhrwerk, die die Maschine antreibt. Und es ist wieder der Peak-König. Ja. Das ist unterschiedlich, weil man nicht sagen kann, wie die Räume gestreckt sind. Es ist ja, wie gesagt, jedes Mal unterschiedlich. Und wenn die optimal liegen, dann ist das ungefähr, kann man mit einer Stunde rechnen. Die Räume können aber auch nicht optimal liegen, dann kann es auch gleich, dann kann es auch 2 Stunden werden. Also eine gute Stunde kann man mit einem Run rechnen, ja, einem Durchlauf. Weil wir sind ja immer, ihr müsst euch ja mal vorstellen, wir sind ja noch in der Light Containment Zone. Bedeutet, wir sind erstmal in der Containment Zone, ne? In der normalen, dann müssen wir in die Heavy Containment Zone und dann in die Entrance Zone. Und wir können halt erst aus der Entrance Zone raus.
Leute, wir müssen noch zwei. Wir müssen noch durch zwei Zonen durch, um überhaupt zum Ausgang zu kommen. Aber ich bereite mich halt hier gerade vor, weil ich das Spiel kenne und weiß, was auf uns zukommt. Lucifer, das ist gar keine so schlechte Idee. Wenn es diese Maschine, also wie gesagt, ich bin halt echt skeptisch. Ich wünsche mir, dass es das gibt. Ich will eigentlich glauben, dass es diese SCPs geben würde. Weil alleine der Gedanke fände ich schon cool, ne? Und wenn es die geben würde, könntest du da alles in die Maschine halt reintun, was reinpasst, ne? In diesem Sinne. Und dann würde es besser werden, ja. Ja, ich bin so ein SCP Containment Breach, ich bin da so, ich will zwar nicht angeben, aber ich bin da so ein kleiner Experte, was das Spiel betrifft. Aber wir haben echt kein Glück, Freunde. Wir kriegen nur den Peak König raus, wir kriegen keine Level 4 Pikate. Also ich werde noch drei Versuche machen und wenn wir dann keine Level 4 Keykarte bekommen, dann werden wir. Genau, Red Mega. Die Maschine ist immer im Light Containment Bereich. Wieder nur die Karte. Meine Güte. Ja, genau, das stimmt. Man kann auch selber in die Maschine steigen. Aber dann wird man halt übel schnell und übel stark. Ah, wir haben sie bekommen, Level 4 Kigata. Aber man krepiert dann halt, weil das Herz zu schnell schlägt. Wir haben sie bekommen, Freunde. Level 4 Keykarte haben wir jetzt. Wunderbar. Die reicht uns. Und mit der Keykarte können wir eigentlich... Wir können aber auch versuchen, eine 5er zu kriegen. Wollen wir versuchen, eine 5er zu kriegen? Wir können es übertreiben, Freunde. Wir versuchen, eine Level 5er zu kriegen. Wir können versuchen, eine Level 5er zu kriegen. Ja, wir haben erster Versuch, nice. Wir haben die beste Keykarte, die es gibt, Freunde, Level 5. Mit der kommen wir überall rein. So. Hat aber geklappt, das Greedy sein. First try. Und jetzt, ihr könnt ja unten sehen, ich habe ja diesen Navigator da in die Maschine getan und den auf super fein gestellt und vorher hat er halt Batterien gefressen, jetzt verbraucht der Navigator keine Batterien mehr, zeigt uns die ganze Karte an und die SCPs, die in der Nähe sind und ihr seht schon, da unten blinkt, SCP-173 ist in der Nähe, das heißt aufpassen. Gibt es Red Mega. Gibt es sogar. Aber nicht hier in dem Bereich. So, wir sind nämlich immer noch nicht fertig. Wir müssen, ach nee, sag nicht, wir müssen jetzt SCP-1162, da will ich nicht rein. Wir müssen durch den Keller wieder zurück, ey, wir müssen durch den Keller zurück. Scheiße. Kacke, wir müssen durch den Keller zurückgehen, Freunde. Einen anderen Weg haben wir jetzt gerade nicht. Blöd.
Aber wir haben ja das Nachtsichtgerät. Ja, das ist ein Sarg. Also ein Sarg kann uns die Items klauen und uns auch bekloppt machen. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, das ist SCP-814, ist das da hinten. Wie gesagt, Freunde, wir brauchen ein paar ein bisschen Vorbereitung, bevor wir in die Heavy Containment Zone gehen. Bei mir, wenn ich das Spiel hängt, mein PC hängt sich auf. Warum? Die Mitarbeiter sind fast alle tot. Zu einer Mastercard geht auch, ja. Zu einer Mastercard kommt wirklich aus dem Ding raus. Die Night Vision war doch hell da unten. Ja, wenn ich schon mal die Night Vision habe, dann besetze ich es auch irgendwie ein, ne? Ja, das Spiel ist halt in einer recht alten Engine programmiert. Das kann schon vorkommen. Dann minimier es einfach nicht. Ja, und hier haben wir jetzt ein Problem. Das ist SCP-106 und SCP-106 verfolgt uns. Schön. Jetzt lernt ihr 106 kennen. Aber ich bin noch nicht bereit für 106, also... Gib mir das. Ich habe zum Glück SCP-1409 gefunden, Freunde. Gott sei Dank. Ich habe SCP-1409 gefunden. Das ist die Gasmaske, wenn wir die aufsetzen. Das ist SCP-1409, das ist eine Gasmaske. Wenn wir die aufsetzen, kommen wir in eine merkwürdige Welt mit ganz komischen, deformierten Leuten. Und damit kann man SCP-106 entgehen. SCP-106 ist ein, der schüchterne Mann oder so heißt, ne, warte, ich, oder irgendwie der gebrannte Mann. Der kann durch Wände gehen und der kann einen in eine Art dunkle Dimension mitnehmen. Wenn, der kann einen greifen und dann wirst du in so eine Schattendimension gezogen. Ja, die Unreal Engine Version ist aber bei weitem noch nicht so weit wie diese Version. Aber ja, gibt es, Crimson. Das stimmt.
SCP 500 brauchen wir nicht. So, wir brauchen noch zwei SCPs und dann können wir in die Heavy Containment Zone. Wir könnten zwar jetzt eigentlich schon rein, aber ich gehe da noch nicht rein. Weil ich ganz gerne noch ein paar Vorbereitungen machen würde. Na, ein paar Vorbereitungen. Holen wir uns mal das Ding hier raus. Ah ja, sehr schön. Einmal der Ring. SCP-714 ist der Ring. Und wir nehmen jetzt noch SCP-860 mit. SCP-860 ist der blaue Schlüssel. So. Und jetzt haben wir alles. Nee, ich bin jetzt vorbereitet. Ich habe alle SCPs, die ich, also den Ring SCP-714, den Schlüssel SCP-860. Und ich habe eigentlich alle Sachen jetzt im Inventar, die ich brauche, um hier rauszukommen. So, was ich jetzt mache, ist vielleicht etwas blöd, wenn manche sagen. Aber es gibt mehrere Wege, um in die Heavy Containment Zone zu kommen. Der erste Weg ist der reguläre Weg. Das ist sozusagen, man muss in ein Sicherheitsterminal vordringen und das deaktivieren, damit die Schleuse offen geht. Das ist die eine Methode. Die andere Methode wäre, aber wenn wir das machen, oh nein. Da war fast gestorben. 173 war da. Wenn wir das Sicherheitsterminal deaktivieren, kommt SCP-049. Das ist der Seuchendoktor. Und der verfolgt uns durchs ganze Gebäude auch. Und wenn der uns kriegt, dann tötet er uns. So. Die zweite Methode, die auch nicht ganz ungefährlich ist, ist durch die Geisterdimension zu gehen von SCP-106. Und ja, es gibt zwei Möglichkeiten, in diese Geisterdimension zu kommen. Die erste Möglichkeit ist oder wäre, sich von SCP-106 fangen zu lassen. Dann wird er uns in diese Geisterdimension einfach reinziehen. Oder wir gehen, es gibt an einer Stelle in der Light Containment Zone hier, gibt es einen schwarzen Fleck auf dem Boden, einen ganz großen. Den suche ich gerade. Und da, wenn wir den betreten, werden wir auch in diese Schattendimension gebracht. Das war gerade nicht der Fleck, den ich gesucht habe. Der ist größer. Das ist SCP-012, die unfertige Komposition. Das ist ganz gefährlich. Jeder, der dieses Ding sieht, also es ist ein Blatt Papier, hat den Drang, sie fertig zu schreiben.
Und wenn man keinen Stift in der Hand hat, benutzt man sein eigenes Blut und man wird gezwungen, im Kopf diese Komposition zu beenden. Deshalb kann man, also sollte man da nicht drauf gucken auf dieses Blatt Papier. So. Jetzt frage ich mich doch, wo dieser scheiß Fleck ist auf dem Boden. Wenn ich ihn nicht finde, dann muss ich auf... dann muss ich auf SCP-106 warten. Ja, es sieht fast danach aus, Freunde. Ne, hier ist er. Hier ist der Fleck. Gut, dann. Zack. Gehen wir rein. So, das hier ist die Schattendimension. Sieht nicht so spektakulär aus, wie ihr euch bestimmt gedacht habt. In dieser Dimension gibt es... Es ist random, wo man rauskommt. Es gibt hier verschiedene Wege. Und das war zum Beispiel der falsche Weg. Ja, das war der falsche Weg. Ja, der hat uns getötet gerade. Das ist der richtige Weg. Das hier ist der Weg der Steinsäule. Diese Säule schwingt hier random durch die ganzen... Ja, schwingt hier halt random rum. Und das Problem ist halt, wenn sie einen erwischt, dann stürzt man. Ja, passiert das? Aber wir sind rausgekommen. Wir sind rausgekommen und es ist halt echt schwer dadurch. Also viele gehen den regulären Weg und gehen nicht dadurch, aber ich gehe lieber dadurch. Einfach weil ich Bock darauf habe irgendwie. Ich weiß nicht. So. Der Messias hat mich geschickt, ich soll frohe Kunde überbringen. Ja, dann Dankeschön für die frohe Kunde. Und wir verpieseln uns jetzt, genau, 106, das ist halt dieser Schattenmann. Und wir sind jetzt in der Heavy Containment Zone. Und in der Heavy Containment Zone, da müssen wir einen speziellen SCP finden und den kontaminieren, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und zwar... SCP 0. Oh, da war eine Mitarbeiterin, die ist jetzt tot. SCP 080, das ist Zombie-Gas. Das müssen wir erst eindämmen. Oh, wir haben es schon gefunden. Okay, 008. Dann halt eben. So. Müssen wir erst diese Zut hier anziehen. Und das Gas hier ausstellen. Da hinten im Raum ist auch noch SCP-173. Haben wir jetzt aber Glück, dass wir das Gas so schnell gefunden haben.
So, und wir könnten jetzt eigentlich schon in die Entrance-Zone, weil das ist das Einzige, was wir hier machen mussten. Und deshalb können wir uns jetzt eigentlich schon in die Entrance-Zone verdrücken, ihr Lieben. So, wir sind in der Entrance-Zone. SCP-066. Und wir sind diesmal richtig gut unterwegs. Wir haben schon den Kontrollraum gefunden. Und wir haben die Türsteuerung ausgeschalten. Was bringt uns das? Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen. Wir haben jetzt die Türschaltung hier in der Entrance-Zone ausgeschalten und wir müssen jetzt einen ganz bestimmten SCP suchen. Da muss man halt, wie gesagt, auch erstmal drauf kommen. Oh Gott, wer ist da? Der uns hilft. Scheiße. Scheiße. Da war gerade ein unsichtbarer SCP in der Nähe, aber wir. Da musste ich eben neu laden. Ich trinke mir noch mal kurz einen Schluck, ihr Lieben. Das Spiel ist ein bisschen kompliziert, ne? Und es laufen halt Soldaten auch mal hier rum. Was halt mal passieren kann. Ja, das ist SCP-066, der da gerade, der hier vor uns rumrollt. Das ist einfach nur ein Fleischklops mit Augen. Und der macht Geräusche. Aber wie gesagt, wir müssen einen bestimmten SCP finden. Und wo dieser SCP ist, das... Ja, okay.
das gibt's doch nicht, Freunde. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir können die Tür aber auch nicht aufmachen. Das geht doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Alter Falter. Ihr seht es ja selber. Wir können die Tür so nicht aufmachen. Ich verstehe nicht warum. Oh nein, schon wieder. Oh, wir haben es gefunden. Okay, wir sind richtig, Freunde. SCP-079, das ist die künstliche Intelligenz. Mann, ey, was ist denn hier los? Ständig haut mich irgendein unsichtbares Viech. Was ist jetzt? Ich halt den Weg hier. Es ist auch blöd, der Weg ist viel zu lang. Ich will schon den normalen Weg gehen. Der jetzt hier rechts herführt. Ich muss echt alle paar Nase lang speichern hier. Ja, das ist schon wieder irgendein unsichtbarer SCP, der mir gefolgt ist. Oh nein, da ist... Okay, wir müssen noch mal kurz... Nee, die Unsichtbaren kann man nicht isolieren. Hallo Silberflügel. Mit einem Nachtsichtgerät kann man das auf jeden Fall machen. To gate B are now open.
So, auf jeden Fall haben wir jetzt, wie gesagt, die künstliche Intelligenz hat gesagt, ihr braucht meine Hilfe, ich brauche eure Hilfe. Wenn wir die Door Controls aktivieren wieder, lässt uns SCP-079 aus der Fabrik hier raus. Haben wir jetzt gemacht und in diesem Sinne müssen wir jetzt den Ausgang suchen und können flüchten. Ja, ich bin ja schon fast draußen, Silberflügel. Die Maske, die Gasmaske, ich habe die Gasmaske ja auf Very auf Fine gestellt und das, wenn ich die aufhabe, kann ich unendlich sprinten. Hilft ganz gut. Aber man hat halt dann auch ein eingeschränkteres Sichtfeld, ne? Das ist halt dann der Nachteil. Ja. Okay, das war jetzt blöd. Okay, Fake-Tür. Leider kommen wir nicht raus. Manche Ausgänge sind fake. Also wir können Gate B raus, ich will aber Gate A, ich möchte das gute Ende haben. Okay Freunde, jetzt benutzen wir SCP 860. Wir dürfen uns nicht zu lange hier aufhalten, sonst kommt dieses Monster. Deshalb speichere ich bei jeder Gelegenheit hier mal ab. Falscher Weg. Es gibt nur ein gutes Ende und das ist bei Gate A. Es gibt halt ganz viele verschiedene Enden. Ich glaube, vier Enden gibt es. Ein Ende ist halt gut. Und das einzige gute Ende kann man aber nur bei Gate A bekommen. Was ich jetzt gerade mache. Was heißt gut? Gut für uns, dass wir überleben. Geht ab, Freunde!
Und wir haben es geschafft. Yeah. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Wieso Buu? Ja, SCP-106 hat die Wachen abgelenkt, damit wir flüchten konnten. Jetzt kommt der erste Run. Dari, das kann man nicht runnen, weil das Spiel jedes Mal anders ist, leider. Ja. Das war SCP Containment Breach, ihr Lieben. Und ich würde ja gerne noch weitermachen, aber mache ich noch irgendwas? Ich weiß jetzt nicht. Ich muss eigentlich morgen raus. Morgen früh. Wir haben ja schon kurz vor 11. Ich würde gerne noch was machen, aber wenn ich nicht gleich ins Bett gehe, dann bereue ich das. Der Durchlauf hat jetzt, glaube ich, so ungefähr eine Stunde gedauert, oder? Eine Stunde, ein bisschen mehr. Ich glaube, eine Stunde 15 Minuten ungefähr hat der Durchlauf gedauert jetzt. Ja, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Habt den Abend ein bisschen rumgekriegt. Und falls ihr Bock habt, dann könnt ihr ja gerne einschalten bei mir auf dem Channel. Oder ich werde auch öfters nochmal bei German Shit streamen. Twitch.tv/Yuenrico und dann könnt ihr meine ganz komischen Games halt immer sehen, die ich so speedrunne. Oder auch casual spiele. Joa, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ihr Lieben. Ich muss Schluss machen. Ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen, aber ich muss morgen raus. Aber ich mache jetzt erstmal Schluss. Vielleicht kommt morgen noch was. Oder streame ich morgen auf Germansch nochmal. Ich weiß es nicht. Ich streame auf jeden Fall jeden Tag bei mir. Könnt ihr ja mal vorbeikommen, falls ihr Bock habt. Dann wünsche ich euch noch was, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Ja. Das war's. The end. The end of the stream. Yeah. Yeah.